Hallihallo, meine Freunde, hier ist mal wieder euer Maximus Tibuso euch zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator 2 mit dem Scania R580 sind wir heute Promods Middle East unterwegs. Genau, im Nahen Osten sind wir unterwegs und ich mache einfach mal die Karte auf. Ich habe ja mal gehört, ihr wollt das mal wieder sehen. Ich bin da schon mal ein bisschen lang gefahren und dieses Mal werden wir hier unten von Eilat, ja, Richtung Ashdod fahren. Keine Ahnung, ob das richtig ausgesprochen wurde. Aber ihr wolltet das sehen. Deswegen mit Edeltraut und dem Scania durch den Mittleren Osten. Mittleren Osten nicht. Wie nennt man das nochmal? Ja, auf jeden Fall an einen Schmelztiegel der nicht Demokratie, aber des Aufruhrs oder wie auch immer man das nennen kann. Hier ist auf jeden Fall ziemlich viel los momentan im Mittleren Osten und deswegen, ja, bin ich auch ein bisschen gespannt. Hoffentlich passiert mir hier nichts. Aber ich habe einen ordentlich starken Motor mit am Start und dann können wir auf jeden Fall abhauen, ne? Wie der Maximus vor der Disco, ne? Kraft habe ich, gehen aber flinke Beine. Naja, manchmal ist es besser, man haut einfach ab, wo man irgendwie zuhauen muss, ne? Da ist man halt mal ein Loser. Eieieiei. Hallo. Ups. Oh, oh, die kommt zurück, die kommt zurück. Ach, gut, die hat mich nicht gesehen. So. Ein wirklich schöner LKW. Aber wir kommen hier nicht voran. Hinter uns ist die Polizei. Uiuiuiui, was ist denn hier los? Naja, da, haut doch mal ab, ihr Mann. Was? Was ist das? Komm. Ist hier noch irgendwas? Kommt. Ja, hier gibt es ja auch ganz viele Kontrollen, die uns immer wieder aufhalten hier, wenn wir durch die Wüste hier fahren. Und das ist ja auf jeden Fall mal wieder spannend, hier im Mittleren Osten unterwegs zu sein. Middle East, Promods, richtig geil. Bin ich echt ein bisschen gespannt, hier lang zu cruisen. Mit dem Scania durch die Wüste. Ach, genial. Ja, hab extra neue Filter hier reingemacht, dass der hier kein Problem hat. Und ja, könnte durchaus möglich sein, dass wir hier auch schon mal unterwegs waren. Im Multiplayer. Ich weiß es nicht, weil ich nehme das Video hier am Donnerstag auf. Und daher, naja, kann ich nicht sagen, ob wir das am Freitag schon gemacht haben. Manchmal ist es so. Naja, ordentlich hier was los hier im Verkehr, ne? Viele LKWs. Muss mal gucken. Hier ist jetzt aber nichts angepasst, dass es hier irgendwelche Werbung oder LKWs, die es hier gibt. Ich kann mich noch erinnern, wo ich in, wie es nochmal, Ägypten war, dass die LKWs schon echt ganz schön aufgemotzt waren. Ja, die waren da schon ganz schön. Ah, hinten da die Berge, sieht doch nicht schlecht aus. Hier waren dann auch so eine LKW, so eine älteren manchmal. Aber schon ein bisschen. Naja. Sah manchmal ein bisschen stümperhaft aus, aber hat schon gepasst. Sind auf jeden Fall aufgefallen. So, müssen wir jetzt irgendwo überlegen. Ramon, naja, da müssen wir nicht hinfahren. Warte mal, ich muss mal schauen. Haben wir hier irgendwo eine Anzeige, wo ich sehe, wie warm es da irgendwie jetzt draußen ist? Hier erstmal nicht. Ich schaue mal. 25 Grad, na gut. Da hätte ich doch vorher schon sehen können. Hier steht es da hier unten. Naja, Lufttemperatur 25 Grad. Ich hätte jetzt gedacht, hier ist ein bisschen wärmer, aber okay. Muss ja nicht immer heiß sein. Oh, da liegt ein alter zerfetzter Reifen.
gucken wir mal, was wir hier noch so erwarten. Hier, irgendwann kommt da noch mal eine Tankstelle mitten in der Wüste. Ist auf jeden Fall wichtig. Was haben wir denn? 200 Kilometer noch. Aber wenn du hier so lang fährst, mir fehlen auf jeden Fall so eine Militär-Checkpoints. Es gibt hier irgendwie Straßenkontrollen. Aber vielleicht kommt das ja noch alles. In den Abschnitt. Ja, ist halt hier nicht so ein Gebiet wie bei uns, wenn du von Dorf zu Dorf fährst, dass da halbwegs Ruhe ist. Hier musst du aufpassen, dass nicht Kamele hier irgendwie über die Straße rennen. Und, naja, aufpassen, aufpassen, aufpassen. Und wenn die Perspektiven nun mal fehlen, dann ist halt der Weg zur Gewalt manchmal der einzigste Weg für die Leute, sich irgendwie Gehör zu verschaffen. Und wenn man den Orient so mal von früher betrachtet, wie weit die damals gegenüber uns Mitteleuropäer waren, ne? Ob es nun Mathematik, Astronomie oder irgendwelche anderen Heilkundemaßnahmen, Medizin, da waren die ziemlich weit und hatten schöne große Bibliotheken, wo wir noch in so einen Lehmhütten gesessen haben hier, wir Europäer, oder Holzhütten, da hatten die schon richtige große Paläste, ne? Ah ja, gibt halt immer wieder einen Wandel, ne? Ich weiß gar nicht, ob die noch irgendwelche anderen Bodenschätze haben, außer Öl hier in der Region. Wo ich jetzt hier gerade unterwegs bin. Hier ein paar Apartments. Hat man auch vom Meer gehofft. Tourismus hier. Einmal Wüste. Naja. Oh, hier gab es auf jeden Fall einen Unfall. Eieiei. Also, da wird sich auf jeden Fall schon drum gekümmert. Wird keiner alleine in der Wüste lassen. Es ist auch schon irgendwie so interessant, ne? Mal was ganz anderes. Ein ganz anderes Setting, mal hier lang zu fahren. Würde schon sagen, ja. Hier ist ja noch ein Unfall. Was ist denn hier los? Ach nee, der hat nur einen Wagen überhitzt. Ui. Okay, es geht weiter. Immer weiter. Die Mona. Es gibt jetzt aber keine Straßen oder Städte, die mich irgendwie... Beersheba. Sagt mir auch nichts. Was ist denn das für ein großer See hier? Ist irgendwie ein heiliger See? Hm. Keine Ahnung. Sagt mir alles hier nicht. Wir fahren, ihr habt ja die Karte. Ihr könnt ja gerne mal... Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin jetzt gar nicht mehr so sicher, in welchem Land ich jetzt hier bin. Bin ich noch in Ägypten? Oder wo bin ich? Aber Maximus, du hättest dich ja wenigstens mal informieren können vorher. Ja, ja. Ich wusste auch gar nicht, dass ich hier langfahre, bevor ich hier los bin. Wäre ich bestimmt nicht nochmal aufs Spiel gehen, um dann zu googeln, wo ich jetzt gerade bin. Dafür habe ich ja meine nette Community, die da gerne mal nachguckt. Oh, 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 oh. Ich prügel hier lang, ey, aber da bleibt kein Auge trocken, muss ich sagen. Aber so außergewöhnlich auch manchmal hier solche Wüstenregionen sind, also so ein richtiger schöner Mischwald ist halt ein richtiger schöner Mischwald. Ja. Das ist halt irgendwie noch was anderes. So, mal ein bisschen langsamer hier die Berge hoch. Hier kriegst du hier hasch mich. Ich kann mich noch ganz grob erinnern, wo ich beim Euro Truck Simulator damals noch auf der TSM-Map unterwegs war. Meine ersten Versuche waren das ja, TSM-Map. Und da gab es ja auch Afrika schon drin. Und das war dann schon sehr beeindruckend, muss ich sagen, ne?
Das war dann wirklich. Ja, die Häuser. Das hat mich dann schon ein bisschen fasziniert. Aber wenn ich mir das jetzt wahrscheinlich angucke, würde ich sagen, oh Gott, oh Gott. Ist ja gar nicht mehr zeitgemäß. Mich hat dann quasi so ein bisschen genervt, dass halt die Häuser, die es wahrscheinlich auf die Alpen oder auf den Alpen gab, auch in Afrika ja, auch waren, halt nur mit Palmen. Jede Palme sah irgendwie gleich aus. Ja, das ist halt, ne? Die Möglichkeiten waren halt damals so ein bisschen beschränkt und wenn du dann so ein Setting abbilden wolltest, dann hast du es halt, naja, so halt versucht, ne? So. Weiß ja nicht, wiefern sie hier jetzt im Mittleren Osten noch weitermachen wollen. Die Promots. Oder wo überhaupt jetzt der Fokus bei denen liegt. Weil wenn Spanien rauskommt, sehe ich mal nicht, dass die großartig noch bei Spanien rumwasteln. Ich weiß es nicht. Wir warten einfach mal ab. Und wenn es wieder ein paar News gibt zum Eurotrack-Simulator, dann mache ich natürlich wieder ein paar weitere News. So, der Hubschrauber nervt aber da oben. So, wir haben noch 77 Kilometer, dann sind wir endlich da. Ja, immer noch 25 Grad hier. Ne, 26 Grad. Das ist ein bisschen wärmer geworden. Ja, wir haben es jetzt Mittagszeit. Ich glaube nicht, dass ich jetzt noch überholen müsste. Huch! Au! Wir hatten ja so langsam der Mobilfahrer hier. Kann man das nicht wahr sein? Ist der noch da, der Mobilfahrer? Ja. Fährt er da so langsam? Jetzt fährt er wieder schneller. Ey, was für ein Ochse. Mitten durch die Wüste. 27 Grad sogar schon jetzt. Wird immer heißer hier. Eieiei. Da zerfließt er ja. Wenn ich jetzt so nachdenke. Wir haben jetzt, wo ich das Video aufnehme, den 20. Februar 2020. Winter gab es so gut wie gar keinen. Also Schnee lag nicht da. Das Einzige, was mal war, waren, dass mal vielleicht 2, 3 Tage mal so das Auto früh morgens Minus angezeigt hat. Und ich mal Scheiben in Anführungsstrichen kratzen musste. Scheibenwischer hat das schon gemacht. Und ja, das war's dann eigentlich. Und hier kommt nix. Oh, hier kommt auch nix. Ja, wie gesagt, das war's. Und dann kommt jetzt bald der Sommer. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob das wieder so ein heißer Sommer wie ja, letztes Jahr oder vorletztes Jahr noch. Das ist dann ja nicht mehr schön, muss ich sagen. Wenn es dann immer so warm ist. Hui. So. Ah ja. Da haben wir ja auf jeden Fall mal wieder ein paar Kilometer hier gut gemacht. Ich weiß, man könnte auch noch eine ganz andere Map hier runterladen, aber ja, mal so eine richtig eine Strecke hier komplett durch die Wüste, warum nicht? Warum nicht? Ja, sicher. Die ganze Zeit fährt er hinter mir und jetzt wartet er.
bis ich mal ein paar Meter zu schnell gefahren bin. Na, da ist er ja. Ambulanze. Ja, unser Kunde wartet. Naja, die warten immer. Ich habe immer irgendwie so ein Glück, dass die warten. Naja, man merkt schon, Kopf raus, ganz schön warm. 27 Grad. Ah, zum Glück sitzen wir hier in unserem schön klimatisierten Bereich. Sag mal, ist hier gar keine... Was ist denn das für eine komische Kreuzung hier? Ist ja nicht mal... Hier ist ja nicht mal eine Dings hier. Wie heißt das nochmal? Eine Ampel. Ja, komisch, ja. Ich bin einfach mal so richtig rotzfrech. Wir machen es einfach mal so. Ja, ist ja kein Zustand, sowas. Ob's ja nicht raus. Die ja keine Ampel haben. Sollen sie wenigstens einen Volkspolizisten hinstellen. So. Ach nein. Jetzt stürzt es auch noch hier ab. Ach, ein ganz großes Kino. Kurz vorm Ziel stürzt es ab. Ja, das war der Nahe Osten. Alles im Arsch, alles kaputt. Aber ja, manchmal ist es so. Ja, ich wurde gleich bestraft, weil ich die StVO nicht eingehalten habe. Ja, für diese Strafe könnt ihr gerne ein Däumchen nach oben lassen und ich bin erstmal raus und sage, haut rein, macht's gut. Bye, bye.